Der Mord an Ivan Schneider. Als Ivan Schneider spurlos verschwindet, kann sich niemand vorstellen, was mit dem beliebten Gymnasiasten passiert sein soll. Er lebt in einer liebevollen Familie, ist beliebt und hat keine Feinde. Und niemand ahnt zu diesem Zeitpunkt, dass es dort draußen Menschen gibt, die getrieben sind von Hass und sie zu allem bereit sind. Der Abend des 21. August 2007 ist ein warmer Sommerabend. Es sind Schulferien und die wenigsten Jugendlichen hält es bei diesem Wetter drin. Und auch Ivan geht an diesem sommerlichen Abend los. Er hat Handballtraining wie jeden Dienstag. Ivan Schneider ist 19 Jahre alt und ein fröhlicher, immer gut gelaunter Mann. Er hat viele Freunde, er liebt Sport, vor allem Handball, und er ist sehr beliebt bei den Mädchen in seiner Jahrgangsstufe. Ivan ist in der 12. Klasse des Gymnasiums und will 2008 sein Abibac machen, also einen Doppelabschluss, bei dem er sowohl das deutsche als auch das französische Abitur erhält. Denn die Familie Schneider kommt eigentlich aus Frankreich. Ivan wird noch in Elsass geboren. 1990 zieht die Familie schließlich nach Kernen-Rommelshausen in Remstal, einer kleinen Gemeinde in der Nähe von Stuttgart, wo Ivan dann zusammen mit seinen Eltern Pierre und Fabienne sowie seinen jüngeren Geschwistern Camille und Pierre-Emmanuel aufwächst. Und er hat eine enge Beziehung zu seinen Eltern und zu seinen Geschwistern. Jedes Wochenende ruft er auch bei seinen geliebten Großeltern im Elsass an. Und sein Vater arbeitet als Musiktherapeut. Ivan interessiert sich für Geschichte und französische Politik. Und er möchte später entweder Physiotherapeut werden oder Sportmanagement studieren. Und seine Teamkollegen prophezeien ihm aber auch eine Handballkarriere. Ivan hat großes Talent und er trainiert auch die A-Jugend der Mädchen in benachbarten Städten. Am Abend des 21. August 2007 geht Ivan abends zum Handballtraining und danach macht er noch Krafttraining an den Geräten und er trinkt mit seinen Teamkollegen ein Bier. Dann hat er es plötzlich eilig und muss los. Und das ist das letzte Mal, dass seine Freundin Ivan sehen. Am Abend kommt er nicht nach Hause. Wie es sonst so gewohnt ist, seine Schwester Camille telefoniert überall herum, aber bei keinem seiner Freunde hält sich Ivan auf. Und seine Familie meldet ihn als vermisst und es beginnen Tage des Hoffens und des Bangens für sie. Hat er einen Unfall und ist er vielleicht verunglückt? Oder war Ivan zur falschen Zeit am falschen Ort und wurde Opfer einer Zufallstat? Dass Ivan einfach weggelaufen sein könnte, das kann sich niemand vorstellen. Er hat keine Probleme in der Schule und er versteht sich mit allen gut. Und genau deshalb kann sich auch niemand erklären, ob jemand Ivan etwas angetan haben könnte. Der 19-Jährige ist schließlich beliebt und er hat keine Feinde. Niemand von ihnen weiß zu diesem Zeitpunkt, dass es einen Menschen gibt, der abgrundtiefen Hass gegen Ivan verspürt. 6 Tage dauert die Suche nach dem 19-jährigen Gymnasiasten an und die Polizei durchsucht Wälder, abgelegene Gebiete und jeder in Kernen-Rommelshausen versucht herauszufinden, wo Ivan sein könnte und was mit ihm passiert war. Währenddessen geht am 27. August 2007 beim Eigentümer eines Mietshauses in Stuttgart eine Beschwerde ein, denn im gesamten Haus verbreitet sich ein beißender Geruch nach Verwesung. Der Hausmeister wird vorbeigeschickt, er soll sich das Ganze ansehen, aber er schafft es nicht mehr zum Mehrfamilienhaus. 30 Meter davor ist der Gestank bereits so stark, dass ihm übel wird. Und er ruft sofort die Polizei und zusammen mit der Feuerwehr lokalisieren sie den beißenden Geruch. Und der kommt aus der Kellerwohnung von Laila K. Überall in der Wohnung ist Zement verteilt. Es liegen Putzlappen und blutverschmierte Tücher auf dem Boden. In der Badewanne steht eine große grüne Mülltonne. Aus dem Radio schallt laute Musik und im Wohnzimmer findet die Polizei ein Beil. An der Klinge klebt Blut. In der gesamten Wohnung sind Fliegen und es stinkt nach Fäulnis und Ammoniak. Und im Abstellraum findet die Polizei schließlich dann den Grund dafür. In einer großen blauen IKEA-Tüte finden sie einen Zementblock, der in einer Pfütze voll Flüssigkeit steht. Es ist Leichenflüssigkeit. Die Mieterin Laila K. sagt gegenüber der Polizei aus, dass sie in ihrer Abwesenheit ihre Wohnung einigen Leuten aus ihrem Bekanntenkreis überlassen hat. Und das sind der 18-jährige Dennis E. und Roman K. sowie die 16-jährige Sessen K., ein Mädchen, das Ivan nur flüchtig kennt.
Noch bevor die Familie Gewissheit hat, ahnen die meisten bereits, um wen es sich bei dem Leichenfund handeln muss. Ivan Schneider. Ein DNA-Abgleich bestätigt 2 Tage später dann die grausame Vermutung. Die Soko Zement wird gegründet und die 3 jungen Menschen aus Lalas Bekanntenkreis werden festgenommen und befragt. Taucher und Polizeiboote fahren dann den Neckar ab und bergen über Tage das Ausmaß eines grausamen Verbrechens, das ganz Deutschland schockiert. Es sind Blumenkübel, in denen die zerteilte Leiche von Ivan einzementiert ist. Aber was war geschehen? Was erklärt diese Tat und den Hass, dem der unwissende Ivan arglos ausgesetzt war? Der Haupttäter, so stellt die Polizei später fest, ist Dennis E., der zur Tatzeit gerade einmal 18 Jahre alt ist. Er wächst in einer türkisch-kroatischen Familie in der schwäbischen Kleinstadt auf, gilt als impulsiv und zum Teil aggressiv. Seinen Hauptschulabschluss hat er 1 Jahr vor der Tat gemacht und während seiner Schulzeit wurde er mal für 2 Wochen vom Unterricht ausgeschlossen, weil er den anderen in der Klasse ein Video eines Mordes gezeigt hatte. Seit seinem Abschluss verbringt er die meiste Zeit mit seinen Freunden und seinem Mercedes CLK, den ihm sein Vater gekauft hat. Und er wird als Macho beschrieben, aber viel Erfolg hat Dennis nicht bei Frauen. Bis er schließlich im Februar 2007 Sessen trifft und die beiden zusammenkommen. Sie ist die jüngste Tochter ihrer Eltern, die vor 30 Jahren aus Eritrea nach Deutschland kam und seitdem versuchen, ihren Kindern ein gutes, behütetes Leben zu bieten. Sessen ist ein lautes, aufgedrehtes Mädchen, das gerne im Mittelpunkt steht. Sie hat gerade ihr Berufsvorbereitungsjahr und soll eine Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten machen, als sie Dennis kennenlernt. Vor Gericht wird ihre Beziehung später als fatal und krankhaft beschrieben. Dennis ist von Anfang an wie besessen von Sessen. Und auch ihren Eltern fällt auf, dass sich Sessen verändert. Ihr ist es nicht mehr wichtig, dass sie gut im berufsvorbereitenden Jahr ist und sie hat mehr Gefallen daran, wenn Dennis sie mit seinen Sportwagen durch die Gegend fährt. Aber schnell bestimmen Streit und heftige Auseinandersetzung diese junge Beziehung. Sessen hat ihn angelogen und gesagt, sie sei noch Jungfrau. Und als sich herausstellt, dass Sessen gelogen hat, rastet Dennis immer wieder aus, zeigt seine hasserfüllte, eifersüchtige Seite. Und das Gericht betitelt es später als krankhaften Eifersuchtswahn. Er beginnt, das Mädchen zu kontrollieren. Sie muss sämtliche Nummern von Jungs aus ihrem Handy löschen. Nur mit Dennis darf sie noch Kontakt halten. Und er kauft ihr sogar mehrfach neue SIM-Karten, damit außer ihm niemand ihre Nummer hat. Und selbst mit ihren Freundinnen darf sie keine Zeit mehr verbringen. Während sie feiern gehen oder zusammen was unternehmen, muss Sessen Zeit immer mit Dennis verbringen. Und auch ihren Freundinnen fällt auf, wie krankhaft eifersüchtig ihr Freund ist. Eine von ihnen sagt später in einem Interview, Sessen hatte Angst vor Dennis. Gleichzeitig hat sie ihn aber geliebt. Von Woche zu Woche wird Dennis aggressiver. Zu Hause zertrümmert er Möbel und er schlägt seine Mutter. Und auch Sessen, seine große Liebe, schlägt er mehrfach. Und 9 Tage vor dem verheerenden 21. August 2007 kommt es dann erneut zu einem großen Streit zwischen Dennis und ihr. Und sie trennt sich sogar von ihm. Und Dennis droht danach, sich umzubringen. Er schreibt ihr einen Brief, in dem er ankündigt, wann und wo er sich das Leben nehmen will. Und sie eilt zu dem Ort, aber Dennis wartet dort auf Sessen und fortan sind sie wieder zusammen, aber an seinem Verhalten ändert sich nichts. Er zwingt Sessen, ihm eine Liste zu schreiben mit allen Namen, mit denen Sessen etwas hatte. Und das ist eine persönliche Todesliste. Er hasst jeden, der darauf aufgeführt ist. Ivan steht an 3. Stelle. Und das ist ein Todesurteil. Warum Sessen den 19-Jährigen mit aufführt, kann auch der spätere Prozess nicht klären, denn Ivan kennt die 16-Jährige nur flüchtig. Sie sagt ihrem krankhaft eifersüchtigen Freund sogar, dass Ivan sie gegen ihren Willen entjungfert hätte, was eine Lüge ist. Warum Sessen Ivan auf die Liste setzt und sowas erzählt, ist bis heute ein Rätsel. Einige vermuten, dass sie sich rächen wollte, weil Ivan nichts von der 16-Jährigen wollte. In den Tagen vor dem Mord prahlt Dennis regelrecht vor seinen Bekanntschaften, dass er bald 7 Männer töten wird. Und Dennis E. fährt zum ersten Jungen auf der Liste.
Dieser ist allerdings nicht zu Hause. Danach zum zweiten, bei dem die Mutter einschreitet, bevor Dennis ihn ernsthaft verletzen kann. Und am 21. August 2007 ruft Sesson von einer Telefonzelle Ivan an und fragt ihn wegen Nachhilfe. Sie lockt ihn auf einen abgelegenen Feldweg an eine Wiese bei Rommelshausen. Es ist gegen 21.20 Uhr, aber nicht nur Sesson taucht dort auf. Sie hat Dennis dabei und dessen Freund Roman K. Roman ist 18, Bundeswehrsoldat und wächst mit einem gewalttätigen Vater auf, der Alkoholiker ist. Und schon früh muss er der Verantwortung und die Pflichten übernehmen, die ihn überfordern. Die beiden jungen Männer kommen Ivan und Sesson entgegen. Ivan wird von einem der beiden angesprochen, ob er Feuer hat. Und er ist in diesem Moment arglos, als er aus dem Hinterhalt angegriffen wird. Dennis und Roman schlagen immer wieder mit einem Baseballschläger auf Ivan ein und sie treten ihn. Und es ist ein Gewaltexzess voller Hass, der sich auf dem 19-Jährigen entlädt. Währenddessen steht Sesson daneben. Dennis kommt immer wieder zu ihr, während er und Roman Ivan töten. Er umarmt seine Freundin und sagt ihr, dass er endlich beweist, wie sehr er sie liebt. Als sie bemerken, dass Ivan nicht mehr lebt, bringen Dennis und Roman seine Leiche in eine abgelegene Lagerhalle in Stuttgart, die Dennis' Vater gehört. Und danach kehren sie wieder in ihr normales Leben zurück, so als sei nichts gewesen. Dennis fährt Sesson nach Hause, die sich dann schlafen legt, und mit Roman schaut er dann noch zusammen Videos und kifft. Am nächsten Tag fragt Dennis seinen Freund Kaitan M., den alle Kai nennen, wie man eine Leiche entsorgt. Kai ist 23, sein Vater hat schon vor langer Zeit seine Mutter und ihn verlassen, diese ist bereits zum vierten Mal verheiratet. Zeit für eine Erziehung von Kai hatte sie kaum, er wächst einen Großteil seiner Kindheit im Heim auf. Bereits Tage zuvor soll Dennis Kai gefragt haben, wie er einen Mord begeht. Und nun fragt er seinen Freund, wie man eine Leiche verschwinden lässt. Zu wundern scheint er sich darüber nicht. Kai gibt ihm einen Rat, wie er es in einem Mafia-Film gesehen hat. Er soll die Leiche zerteilen, in einen Blumenkübel einbetonieren und in den Neckar werfen. Und daraufhin gehen die Freunde in einen Baumarkt, um ihre entsetzliche Tat zu vertuschen. Roman, Kai und Dennis zerteilen die Leiche von Ivan zwei Tage nach der Tat, während die Familie Schneider verzweifelt ihren Sohn sucht. Und auch Sesson ist nicht unbeteiligt, denn sie wischt vor allem das Blut weg. Sie fahren dann in die Wohnung von Laila K., wo sie nach und nach mit Blumenkübeln und Ivans Überresten das einzementieren und dann im Neckar versenken. Und es dauert Tage. Zwischendurch kehren die jungen Leute immer wieder zurück in ihren Alltag, als sei nichts gewesen. Von einer Affekttat kann nicht die Rede sein. Das Gericht geht dann später davon aus, dass der Mord von langer Hand geplant war. Schließlich prahlte Dennis schon vor der Tat, dass er jemanden umbringen wird und er erkundigt sich vorher bei seinem Freund Kai, wie er einen Mord am besten begehen kann. Niemand der vier Tatbeteiligten bricht das Schweigen. Niemand gerät in Panik und kommt auf die Idee, das Ganze abzubrechen. Ganz im Gegenteil. Dennis' Vater stellt sogar den Transportwagen. Ob er ebenfalls vom Mord Bescheid wusste oder sogar aktiv an der Beseitigung der Leiche beteiligt war, ist bis heute nicht vollständig geklärt. Wie es zu der entsetzlichen Tat kam und warum die Jugendlichen nach dem Mord so eiskalt handelten, darüber schweigen Dennis, Sesson und Roman während ihrer Vernehmung vor der Polizei. Lediglich Kai spricht und schildert die grausamen Details und er ist auch der Einzige, der Reue zeigt. Während Dennis aggressiv gegenüber der Polizei ist, bricht der 23-Jährige mehrmals in Tränen zusammen. Im Februar 2008 beginnt der Prozess zum Mord an Ivan Schneider, bei dem die vier Jugendlichen vor Gericht stehen. Und er findet unter einem riesigen medialen Interesse statt. Der Mord an Ivan ist in Deutschland mittlerweile als Zementmord durch die Medien gegangen. Nicht nur, dass die Tat an Brutalität kaum in Worte zu fassen ist, auch das junge Alter der Tatverdächtigen erschüttert Deutschland. Und zum Prozessauftakt versammeln sich Ivans Familie, seine Handballkollegen sowie Freunde und Freundinnen vor Gericht. Sie tragen T-Shirts mit der Aufschrift »Gewalt hilft niemals weiter« und auf dem Rücken haben sie eine 10 stehen, sie steht für Ivans Nummer in seiner Mannschaft.
Sie fordern, dass Dennis und Roman nicht nach Jugendstrafrecht verurteilt werden, sondern nach Erwachsenenstrafrecht. Und während des Prozesses sind Ivans Eltern die gesamte Zeit dabei. Sie müssen mit anhören, wie im Detail jede Grausamkeit geschildert wird. Oft brechen sie in Tränen aus oder sie müssen den Gerichtssaal verlassen, weil sie es einfach nicht mehr aushalten. Und ein psychiatrisches Gutachten stellt bei Dennis E. dann eine massive Depressivität fest. Er leidet an einer akuten, wahnhaften Störung und er sei krankhaft eifersüchtig. Daher sei nur vermindert schuldfähig. Vor dem Prozess gilt er als höchst suizidgefährdet. Er schweigt vor Gericht und lässt nur seinen Verteidiger sprechen, aber er ist womöglich der Einzige, der die Fragen beantworten kann, die während des gesamten Prozesses immer wieder aufkommen. Warum musste Ivan sterben? Wie konnten 4 Jugendliche ohne Skrupel an dem brutalen Mordplan teilnehmen? Sesson ist die Erste, die sich zu dieser Frage äußert. Und auch die Emotionslosigkeit ist für die Prozessbeobachteten fast nicht auszuhalten. Der Richter fragt die mittlerweile 17-Jährige, was sie sich dabei gedacht hat, Ivan auf die Wiese zu locken, wo Dennis und Roma mit einem Baseballschläger warteten. Sesson antwortet daraufhin leise: "Ich verstehe die Frage nicht." Der Richter wiederholt sich, fragt, ob sie vom Mordplan wusste, wieso sie sich nicht wunderte, warum sie von einer anonymen Telefonzelle anrufen sollte, anstatt von ihrem Handy. Und er fragt sie, warum sie nichts getan hat, als ihr Freund und Roman auf Ivan einschlugen. Sesson antwortet mit Schulterzucken: "Ich habe nichts gedacht, ich war nur weggetreten." Sie habe einfach getan, was ihr Freund ihr befahl. Und auch Kai M.'s Aussagen machen fassungslos. Auf die Frage, wie er Roman und Dennis bei der Beseitigung der Leiche helfen konnte, antwortet der 23-Jährige: "Dennis war wie ein kleiner Bruder für mich. Der war dort, das war doch klar, dass ich ihm helfe. Die Leiche war da, die Leiche musste weg, damit ist so alles erklärt." Als der Richter ungläubig fragt, wie es sogar so weit kommen konnte, seinem Freund dabei zu helfen, eine Leiche zu zerteilen und einzuzementieren, ohne in Frage zu stellen, was dort passiert war, antwortet Kai: "Stellen Sie sich doch mal vor, Sie kommen in eine Halle und sehen eine Leiche. Da fragt man nicht, wieso. Das ist Ihnen vielleicht fremd, aber ich bin meinen Freunden gegenüber loyal." Nach der Tat bot Kai Dennis sogar an, alles auf sich zu nehmen. Seiner Meinung nach würde Dennis im Gefängnis nicht klarkommen, da er zu depressiv sei. Außerdem gibt Kai vor allem Sesson die Schuld, dass es so weit kam, denn sie tat Dennis angeblich nicht gut, er sei in ihrer Gegenwart immer unglücklich gewesen. Und auch die Beziehung zwischen Sesson und Dennis kommt vor Gericht zur Sprache. Sesson selbst sagt sogar, dass ihre Beziehung nicht normal gewesen sei. Und auf die Frage, ob sie Dennis überhaupt geliebt habe, zuckt sie mit den Schultern und antwortet: "Ich weiß selber nicht, was Liebe ist." Sesson zeigt vor Gericht eine Art, die viele an ihrer unschuldigen, naiven Art zweifeln lassen. Wusste sie wirklich nichts von der mörderischen Absicht ihres Freundes? Warum tat sie nichts, als Dennis und Roman auf Ivan einprügelten? Warum ging sie danach nicht zur Polizei? Warum tat sie auch nach dem Mord nichts, als sie 4 Tage lang damit beschäftigt waren, die Leiche zu entsorgen? Auf all die Fragen gibt es keine Antwort. Und auch ein Motiv für die 4 kann nicht gefunden werden. Zwar scheint es sicher zu sein, dass Dennis von ungezügelten Hass und krankhafter Eifersucht getrieben war. Aber warum machten Kai, Sesson und Roman einfach mit? Am Ende des Prozesses geht der vorsitzende Richter der Forderung von Ivans Familie und Angehörigen nicht nach. Er verurteilt Dennis und Roman nach Jugendstrafrecht, da eine Reifeverzögerung bei ihnen festgestellt wurde. Und es ist keinesfalls ein mildes Urteil, betont der Richter. Dennis und Roman werden zu 10 Jahren Haft verurteilt. Es ist die höchstmögliche Strafe im Jugendstrafrecht. Sesson wird zu 9 Jahren Haft verurteilt und nur der 23-jährige Kai, der einzige Erwachsene aus der Gruppe, wird wegen Beihilfe nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt. Er muss für 3 Jahre ins Gefängnis. Ein Jahr später wird gegen die möglichen Mitwissenden ermittelt. Es sind Laila K., die ihre Wohnung zur Verfügung stellte, Dennis' Vater, der möglicherweise beim Transport der einzementierten Blumenkübel half, sowie ein weiterer 38-jähriger Bekannter. Aber nachweisen kann man ihnen nichts.
Mittlerweile sind Sessen, Roman und Kai wieder aus der Haft entlassen. Und bei Dennis sieht es allerdings anders aus, denn die Staatsanwaltschaft fordert kurz vor der Freilassung eine nachträgliche Sicherheitsverwahrung, denn Dennis gilt weiterhin als unberechenbar und empathielos. Da dies jedoch nicht möglich ist, entscheidet sich das Gericht, ihn in die Türkei abzuschieben, da er rückfällig werden könnte und ja, darüber sind sich einfach alle sicher. Doch der Prozess und die Strafen, die die vier Jugendlichen bekommen haben, können weder die vielen Fragen, die Ivans Familie seit dem Tod hat, beantworten, noch ihren Verlust entschädigen. Pia Schneider sagt nach dem Urteilsspruch gegenüber der Presse: Diese Barbaren haben nach wie vor ihr Leben. Unser Sohn ist in der Ewigkeit. Und das Warum halt bis heute nach. Niemand hat eine Antwort darauf, warum Ivan Schneider mit nur 19 Jahren einem so brutalen Mord zum Opfer fallen musste.